Det var igår klockan 11.09 som polisen larmades om att två kvinnor hade blivit knivskurna vid Trådedragargatan i Västerås. Personerna som knivskars fick föras till sjukhus och en av kvinnorna som är i 30-årsåldern har avlidit till följd av sina skador. Mötet mellan offer och gärningsman skedde på ett utredningshem där ett övervakat umgänge mellan den avlidna kvinnan och ett av barnen skulle ske. Es klingelte an meiner Tür. Ich machte auf. Zwei Männer standen da mit ernstem Gesicht. Sie sagten, sie seien von der Polizei. Der eine sagte, es ist etwas Schreckliches passiert. Das Brotmesser steckte so tief drin, dass es am Rücken wieder rauskam. Ich glaube, es waren 31 Messerstiche. Er hat sie getötet, aber der Staat hat Anteil daran. Als hätten sie ihm die Erlaubnis dazu gegeben. Das war bisher der schlimmste Fall, an dem ich gearbeitet habe. So etwas sollte in Schweden nicht passieren. Ich glaube, wenn es darum geht, das schwedische Modell zu verteidigen, ist wirklich alles möglich. Am 11. Juli 2013 wurde Eva-Marie Kulander-Smith von ihrem Ex-Partner Joel Kabagambe in einem Heim des Sozialamtes von Västerås ermordet. Dieser Fall wurde in Schweden als Lokalnachricht abgetan. Doch dahinter eröffnet sich eine Welt voller Scheinheiligkeiten, wo selbst der Staat Blut an den Händen haben kann. Eva-Marie ist tot, das weiß ich. Aber ich kann es noch nicht richtig begreifen. Ich weiß nicht, wann ich es je begreifen werde. In meinem Kopf ist sie irgendwohin in die Ferien gefahren. Ich kann nicht glauben, dass sie tot ist. Noch nicht. Ich habe jetzt 2,5 Jahre gebraucht, bis ich mich durchringen konnte, dieses Kreuz aufzustellen. Nicht. Es braucht Zeit. Alles braucht Zeit.
Vor 3 Jahren ist das Leben von Sinita und Ulf zum Stillstand gekommen. Nach der Ermordung von Eva Marie beschlossen sie, die Stadt zu verlassen und weit wegzuziehen. Seither kämpfen sie darum, dass die Geschichte ihrer Tochter nicht in Vergessenheit gerät. Dieser Artikel ist vom 13. Juli 2013. Er erzählt davon, wie Eva Marie erstochen wurde. Hier steht, er wird mich ohne Vorwarnung umbringen. Das beruht auf einem von mir eingereichten Beweisstück, in der sie beschrieb, was er vorhatte. Es ist verstörend, weil es genau so gekommen ist, wie sie vorausgesagt hat. Wenn ich das alles nochmal lese, wird mir klar, in welcher Angst sie lebte, wie sehr sie terrorisiert wurde. Hier steht, sie wurde in rasender Wut erstochen. Was ist das für ein Foto? Das ist das Messer. Ich will es nicht sehen. Und die Küche, wo er es geholt hat. Der Albtraum beginnt 2009. Eva Marie, Mutter einer 8 Monate alten Tochter, ist zum 2. Mal schwanger. Sie macht sich Sorgen, denn seit sie ihrem Partner Joel von der Schwangerschaft erzählt hat, häufen sich seine Gewaltausbrüche. Sie sucht Hilfe beim Sozialamt, das sie ermutigt, ihn zu verlassen, doch ihre finanziellen Mittel sind knapp. Wenige Monate nach der Geburt ihres 2. Kindes beschließt sie, als Escort-Girl in Stockholm zu arbeiten. Und zwar unter dem Pseudonym Petite Jasmin. Ein Name, der sie bis in den Tod verfolgen wird. Började med att jag hade sålt sex i 2 veckor. Jag hade träffat 5 kunder. Jag tyckte att det var väldigt spännande och berättade för min kusin om vad jag hade hittat på. Och min kusin var självklart väldigt orolig och skulle rädda mig. Så att hon ringde helt enkelt socialtjänsten och pappan till mina barn. Så att socialtjänsten varit jätteoroliga, jag kan inte ta hand om mig själv, så hur ska jag kunna ta hand om barnen? Det är så synen funkar i Sverige. Så de omhändertog barnen och jag tyckte att det här kan ju inte stämma. Så social services just stormed in. Das Sozialamt tauchte in der Wohnung von Eva Marie auf, zusammen mit der Polizei. Sie haben ihr die Kinder ohne jede Erklärung aus den Armen gerissen und entschieden, die Kinder bei Joel unterzubringen. Sie haben Eva Marie nicht gesagt, warum sie ihr die Kinder weggenommen haben. Erst mehrere Tage später zitierten sie sie ins Sozialamt. Sie brachten sie in ein Zimmer zu den Kindern, um ihr dann zu sagen, sie werden ihre Kinder nie wiedersehen. Die Kinder weinten, als sie sie mitgenommen haben. Ich habe alles von meinem Balkon aus gesehen, als sie sie abgeholt haben. Sie liebte ihre Kinder über alles. Sie war immer sehr lieb, sehr fröhlich und tobte gern mit ihnen rum. Sie hätte ihnen nie wehgetan. Niemals. Ich bin ausgebildete Kinderpsychologin und hätte das bemerkt.
Ich habe zu Eva Marie gesagt, dass die vom Sozialamt zu mir kommen können. Aber das haben sie nicht gemacht. In Schweden, dem kinderfreundlichen Musterland par excellence, hat das Sozialamt den Ruf, allmächtig zu sein. Eva Maries Freundin Rasja wäre es beinahe ähnlich ergangen. Diese Geschichte mag merkwürdig erscheinen, aber sie ist nicht selten in Schweden, weil Sozialarbeiter dort so ziemlich alles machen können, was sie wollen. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe 2 Kinder und der Kleine hat ein Hautekzem. An einem Montag bekam ich auf der Arbeit einen Anruf from the police. Es war die Polizei, die mir sagte, die Kinder würden von der Schule und dem Kindergarten abgeholt werden, weil es einen Verdacht wegen Misshandlung gäbe. Ich fragte sie, Entschuldigung, aber warum machen Sie das? Der Fleck bei Ihrem jüngeren Kind, das sieht nach Schlägen aus. Ich antwortete, warum haben Sie nicht einfach die Familie oder den Kindergarten angerufen? Nein, das ist unsere Vorgehensweise. So funktioniert das hier. Sie nehmen die Kinder weg, dann stellen sie die Fragen, wenn überhaupt. Das ist beängstigend in diesem Land. Man kann grundlos seine Kinder verlieren. Und genau so ist das Eva Marie ergangen. Bei Rasja ging die Sache glimpflich aus, weil es ihr gelang, mit dem Sozialamt zu verhandeln. Eva Marie ist das nie geglückt. Und das, obwohl sie sofort nach dem Kindesentzug ihre Tätigkeit als Escort Girl eingestellt hat. Tatsächlich arbeitete sie nur 2 Wochen als Prostituierte. Aber das Übel ist geschehen. Eva Marie ist gebrandmarkt. Es war unmöglich, mit dem Sozialamt ins Gespräch zu kommen. Das hat jede einvernehmliche Lösung von vornherein verhindert. Eva Marie wollte mit ihnen sprechen, aber das interessierte sie nicht. Die zuständige Sozialarbeiterin ertrug den Gedanken nicht, dass sie ihren Körper verkauft hatte und dazu auch stand. Die Frau vom Sozialamt, die für den Fall verantwortlich war, war regelrecht besessen von der Vorstellung, dass Eva Marie Sexarbeiterin war. Sie betrachtete sie von Anfang an als Feindin der Gesellschaft. Und verfolgte sie deswegen. Sie hatte sich sozusagen zum Ziel gemacht, sie zu zerstören. Ich glaube wirklich, dass sie versucht hat, sie zu zerstören. Nur weil sie Sexarbeiterin gewesen war. Um Eva Maries Geschichte besser zu verstehen, muss sie in ihren kulturellen und rechtlichen Kontext gestellt werden. Schweden gilt als Vorreiter in Sachen Revolution der Sitten. Vom Beginn der 50er bis Ende der 70er Jahre treibt es die sexuelle Befreiung in Skandinavien voran. Doch in den 80er Jahren vollzieht sich eine konservative Kehrtwende. Die Forderungen von Frauenrechtsgruppen nach Gleichstellung enden in freiheitsbedrohenden Maßnahmen. Im Namen der Frauenrechte schwor sich Schweden, jede Form von Sexarbeit zu verhindern.
1999 ist es weltweit das erste Land, das die Freier kriminalisiert. Sie müssen mit einer Geldstrafe und bis zu 6 Monaten Haft rechnen. In Wirklichkeit wurde noch kein einziger Freier inhaftiert, während sich die Situation der Prostituierten immer weiter verschlechtert. Offiziell gilt ihre Tätigkeit nicht mehr als illegal. Sie werden nicht mehr als straffällig betrachtet. Aber das Gesetz behandelt sie als Opfer sexueller Gewalt, egal ob sie sich selbst als solche sehen oder nicht. Die Argumente derer, die sich dazu bekennen, freiwillig Sex zu verkaufen, werden systematisch für unglaubwürdig befunden. Jedes Mittel ist recht, um sie zu zwingen, die Prostitution aufzugeben. Sogar der gewaltsame Kindesentzug. Diese Personen werden verfolgt, es sei denn, sie gestehen ein, dass sie unter Zwang arbeiten oder Opfer von Menschenhandel sind. Oder sie akzeptieren, als verlorene Seelen angesehen zu werden, die psychiatrisch behandelt werden müssen, weil sie geistig kaputt sind. Es ist ein typisch paternalistisches Gesetz, das vorgibt, die Frauen zu schützen, das aber die Sexualität der Frauen kontrollieren will. In der Theorie dürfen sich Frauen nicht für Sex interessieren, nur Männer können das. Deshalb haben die Leute generell auch sehr viel weniger Probleme mit Männern, die sich prostituieren. Es ist ein bewährtes patriarchalisches Mittel, um die weibliche Sexualität herabzusetzen. Letztendlich läuft es darauf hinaus. Und es belustigt mich zu sehen, dass sich diejenigen, die diese patriarchalischen Strukturen aufrechterhalten, Feministinnen nennen. Det var väl första gången som jag mötte någon som faktiskt inte försökte rädda mig, som inte var fördomsfull, som kunde tåla att jag hade sålt sex och att det inte var så att jag mådde dåligt utav det, att jag inte hade gjort det på ett skadligt sätt. Rose Alliance ist ein Sexworker-Verein in Schweden. Ihre Gründerin Pia Jakobsson war die erste Person, die Eva Marie aufsuchte. Sie unterstützte sie während der gesamten Zeit. Das erste Mal trafen wir uns in einem Pub südlich von Stockholm. Es war sehr berührend, denn es war das erste Mal, dass sie eine andere Sexarbeiterin traf, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Normalerweise fühlen wir uns in einer solchen Situation sehr allein. Wenn so etwas passiert, schämen wir uns, obwohl wir nichts Schlechtes getan haben. Aber der schwedische Staat ist sehr begabt darin, dass du dich schuldig fühlst. Sie sagen dir, du solltest dich schämen und dein Leben ändern. Als sie zu mir kam, hatte sie noch Hoffnung, weil sie nicht wirklich verstanden hatte, wie korrupt das System ist und wie wenig Chancen sie als Sexarbeiterin hat, dieses System zu bekämpfen. Sie hoffte weiter. Das haben die Schweden so an sich. Diese Idee, dass Schweden das demokratischste Land der Welt ist, das beste Land der Welt, das Vorbild in Sachen Gleichheit, all diesen Mist, den wir immer zu hören bekommen. Das wird uns von klein auf eingehämmert. Das ist Teil des Erziehungssystems. Sie glaubte immer noch daran. Ihr war immer noch nicht bewusst, wie wenig Macht sie hatte. Däremot så möter jag socialarbetare, jurister. Jag har varit i rättegång flera gånger för att få tillbaka mina barn eftersom att de svenska staten omhändertog mina barn på grund av att jag sålde sex. Och där är det ju en väldigt bestämd uppfattning om vad jag är för person och vad för liv jag lever och hur jag mår och vad jag är kapabel till.
Och det är väldigt svårt att debattera med dem för att de är ju experterna. Tycker de själva i alla fall. Sie können ihr Haus, ihr Heim, ihre Arbeit, ihre Kinder verlieren. Alles. Denn das Gesetz kriegt dich. Und wenn sie die Aufmerksamkeit allzu sehr auf sich ziehen, werden sie niedergemacht. Denn sie dürfen den Mund nicht aufmachen. Theoretisch schon. Aber wenn sie es wirklich tun, werden sie dafür bestraft. So ist es Eva Marie ergangen. Sie hat nicht bereut, nicht gesagt, es tut mir leid, ich habe gesündigt, verzeiht mir. Stattdessen hat sie gesagt, ich stehe zu dem, was ich getan habe, alles ist gut. Ich prostituiere mich nicht mehr, aber warum sollte ich es abstreiten? Das war ein Schock für das Sozialamt, das sie nicht bereute. Deshalb haben sie ihr die Kinder weggenommen. I contacted social services first. Ich habe sofort Kontakt zum Sozialamt aufgenommen, weil ich mir niemals vorstellen konnte, dass ich meine Enkel nicht sehen dürfte. Sie versprachen mir, dass ich einen Besuchstermin bekäme. Ich rief einmal pro Monat an. Bis Juni oder Juli 2014, als die Sozialarbeiterin mir ohne Umschweife mitteilte, wir haben entschieden, dass die Kinder sie in ihrem Leben nicht brauchen. Dann legte sie auf. Ich will sie sehen. Und ihnen sagen, tell them, wie sehr ich sie liebe. How much I love them. God. Tell them about und wie sehr ihre Mutter sie liebte. I was guilt by association. Als ihre Mutter war auch ich schuldig. Folglich war auch ich eine schlechte Person. Deshalb darf ich sie nicht treffen und nicht mal sehen. Das Sozialamt ging offenbar davon aus, dass sich der Fall einer Prostituierten nicht herumsprechen würde. Aber Eva Marie zieht mit Hilfe von Aktivisten und ihrem Anwalt vor Gericht. Zu diesem Zeitpunkt ist es 6 Monate her, dass man ihr die Kinder entzogen und keinerlei Besuchsrecht eingeräumt hat. Dabei rechtfertigt nichts ein solches Fernhalten von der Mutter. Alles deutet darauf hin, dass in diesem Fall das Maß überschritten wurde. Aber es ist bereits zu spät. Wir haben in erster Instanz Berufung eingelegt, um zu überprüfen, wem die Kinder anvertraut werden sollten. Wir haben die Fehler aufgelistet, die zum Entzug der Kinder geführt haben. Sogar der Richter erkannte, dass die Entscheidung über die Unterbringung beim Vater nicht gerechtfertigt war. Das steht im ersten Urteil. Aber es gibt einen Grundsatz der Kontinuität. Kinder gewöhnen sich daran, bei einem Elternteil zu leben. Und vor der Berufung hatten sie bereits längere Zeit bei ihrem Vater gewohnt. In solchen Fällen kann man Kinder nicht woanders unterbringen. Das ist eine zu große Belastung für sie. Aber es wurde dann doch ein Besuchsrecht für Eva Marie eingeräumt. Und das Gericht warnte den Vater. Sie haben nicht das Recht, den Kontakt der Kinder zu ihrer Mutter zu verhindern. Sollten sie es dennoch tun, wird das Gericht seine Entscheidung erneut prüfen und die Kinder schließlich doch bei ihrer Mutter unterbringen. Trotz richterlicher Entscheidung verhindert Joel mit allen Mitteln, dass Eva Marie Kontakt zu ihren Kindern aufnimmt. 3 Jahre lang.
Vor jedem Besuchstermin sagt er systematisch ab. Eva Marie und ihr Anwalt alarmieren jedes Mal das Sozialamt. Aber nichts geschieht. Bis zum Schluss hält das Amt an seiner Fehlentscheidung fest und unterstützt damit Jules Haltung. Ich glaube nicht mal, dass es ihm ums Sorgerecht ging. Er benutzte die Kinder nur, um Eva Marie weh zu tun. Es war das einzige Mittel, um sie so sehr zu verletzen. That bad. Und das wusste er. And he knew it. To Joel. Für Joel war sie sein Eigentum. Und sie hatte ihm den Laufpass gegeben. Zu entdecken, dass sie ihren Körper verkauft hat, um Geld zu verdienen, war völlig inakzeptabel. Um sie zu bestrafen, nahm er die Kinder und sorgte dafür, dass ihr Leben zur Hölle wurde. Eines Tages rief er bei ihr an. Sie erzählte es mir unmittelbar danach, um ihr zu sagen, dass er die Kennzeichen aller Autos rund um ihre Wohnung notiert habe. Denn in seinem Kopf waren das alles Kunden. Wenn du mal mit psychischem Missbrauch zu tun hattest, dann weißt du, dass es genau das war. Er wollte sie zerstören und benutzte die Kinder dafür. Das war so offensichtlich. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ihn seine Kinder überhaupt interessiert haben. Für ihn waren sie ein Mittel, sie zu verletzen. Denn sie war die kleine Schlampe, die ihn verlassen hatte. Und Joel hat die Rolle des wohlwollenden Vaters, der sich um Eva Marie sorgt, perfekt gespielt. Das Sozialamt hat alles geschluckt, weil es dachte, alles ist besser als eine Prostituierte. Eva Marie weiß, dass Joel gefährlich sein kann. 2010 war er auf eine Sozialarbeiterin mit einer Bratpfanne losgegangen und wegen körperlicher Gewalt verurteilt worden. 2011 musste er wegen Drohung gegen einen Staatsvertreter vor Gericht. Noch vor ihrer Trennung hatte Eva Marie ihn wegen häuslicher Gewalt angezeigt und sie sorgte sich wegen seines Drogenkonsums. Trotz ihrer Ängste und weil sie die Hoffnung nicht aufgab, ihre Kinder zurückzubekommen, stellt sie sich ihm vor einem Volksgericht. Aber Joel, der stets von den Behörden unterstützt wurde, fühlt sich allmächtig und zeigt sein wahres Gesicht. Der Prozess war sehr merkwürdig. Ich erinnere mich noch, wie Yari und ich uns angeschaut haben und dachten, was zum Teufel läuft hier? In diesem Moment habe ich begriffen, dass der Vater psychisch gestört war. Er machte einem fast Angst. Er wollte die Identität jedes Geschworenen wissen. Er verlangte ihre Namen. Er hatte ein bedrohliches Verhalten. Das war eine erste Warnung. Er bedrohte ein Mitglied des Gerichts. Aber auch das war scheinbar in Ordnung. Nichts geschah. Er war verrückt. Er wirkte völlig verrückt im Gericht. Wir waren überzeugt, dass sie die Kinder zurückbekommen würde, weil er sich wie ein Geistesgestörter benahm und sie sich wie eine verantwortungsbewusste, zurechnungsfähige Person. Aber nein, das alles zählte nicht. In einem kulturellen Kontext, der vorsieht, Kinder eher einem gewalttätigen Mann als einer Prostituierten anzuvertrauen, scheitern alle Bemühungen Eva Maries systematisch. Sie verhandelte mit dem Sozialamt, prostituierte sich nicht mehr, zog vor Gericht. Nichts funktionierte. Ihr ganzes kurzes Leben lang sollte sie dafür bezahlen, dass sie mit 5 Kunden geschlafen hatte. Als sei der Preis dafür nicht schon hoch genug. Genau wie ihre stigmatisierte Tochter kämpft Senita heute gegen dieselbe Verachtung seitens der Behörden. Seit Jahren streitet sie beim Sozialamt um das Besuchsrecht. Aber keiner ihrer Briefe wird beantwortet und niemand lässt sich dazu herab, sie zu empfangen.
Wir prüfen, was wir in Bezug auf das Besuchsrecht Ihrer Enkel erreichen können. Wie alt sind Sie? Sie sind bestimmt schon groß. 8 und 9 Jahre. Konnten Sie sie jemals treffen? Nein, obwohl man es mir mehrmals versprochen hat. Das Sozialamt von Västerås hat alle Befugnisse. Gegen Sie sind Sie relativ machtlos. Vielleicht haben die vom Sozialamt Angst, dass ich die Kinder an mich reiße. Aber ich will sie nur sehen, wie jede andere Großmutter auch. Es bringt nichts, über ihre Beweggründe zu spekulieren. Man müsste sie treffen. Aber das lehnen sie ab. Ich würde mich mit einem Schild in der Hand vor das Amt stellen. Es ist einfach frustrierend, so ignoriert zu werden. Das sind alle Unterlagen von Eva Marie. Von dem Moment an, wo sie ihr die Kinder weggenommen haben, bis zum Mord. Alle Ermittlungen. Die Unterlagen zeigen, mit welcher Verbissenheit sie gegen Eva Marie vorgegangen sind. Als ich all diese Papiere beisammen hatte und sie davon wussten, benutzten sie die Kinder. Um mich gewissermaßen zu erpressen. Ich finde kein anderes Wort. Wenn ich ruhig bleibe und niemandem was davon erzähle, könnte ich die Kinder sehen. Ich bin aber nicht ruhig geblieben. Also durfte ich sie auch nicht sehen. I couldn't see the shit. Für die mächtigen Behörden zählen Personen wie Sinita und Ulf nicht. Und ihre Stimmen sind nicht laut genug, um gehört zu werden. Dabei sind sie nicht die einzigen. Zwischen 2010 und 2011 legten 20 weitere Familien Beschwerde gegen das Sozialamt von Västerås ein. Die Direktorin wurde zwar diskret entfernt, doch die meisten dieser Fälle wurden nie neu aufgerollt. Auch wenn ihre Partie verloren ist, quält Eva Marie der Gedanke, dass andere Frauen dasselbe Unrecht erleiden. Sie beschließt, unter ihrem Pseudonym Petite Jasmin gegen die Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen zu kämpfen. Thank you for inviting me. It's great to be here. And what I want to talk about is something that has been puzzling me for the last at least 10 years. So I've been in the field for about 20 years. One thing that has really been bugging me and puzzling me is how we discuss different prostitution regimes. So the first time I had contact Das erste Mal traf ich Eva Marie im November 2010. Sie hatte mir in einer E-Mail geschrieben, dass sie meine Arbeit schätze. Ich traf sie ein oder zweimal. Sie nahm an einer Tagung zur Gesetzeslage von Sexarbeit teil. Aber sie musste anonym bleiben. Also setzte sie sich ins Publikum und beantwortete von dort aus ein paar Fragen. Jasmin, nu har vi pratat en del om det du har varit inne i.
Das största problemet är egentligen inte heller lagen utan det är stigmatiseringen och det den här sexköpslagen gör är att förstärka stigmatiseringen och under de villkor som hon själv mår bra och som det är just nu så är det inte tryggt att sälja sex som det skulle kunna vara om det fanns arbetsrättsliga villkor. When she was speaking in front of the audience, als sie vor dem Publikum der Kommission sprach, dachte ich, wenn jemand die Wahrnehmung von Sexarbeiterinnen in Schweden verändern konnte, dann sie. Sie war jung, neu im Milieu der Aktivisten und da war etwas Zerbrechliches an ihr. Es war unmöglich, sie nicht zu mögen. Selbst der glühendste Anhänger einer repressiven Politik musste sie mögen. Eva-Marie wird nicht nur zur Leitfigur des Verbands Rose Alliance. Sie tritt auch der bürgerlichen liberalen Zentrumspartei bei. Die einzige Partei in Schweden, die über Sexualität und Genderfragen diskutiert. Eva-Marie hatte keinen offiziellen Status innerhalb der Partei. Aber sie war Mitglied. Und wir haben sie mehrmals ins Rathaus eingeladen, um einen Redebeitrag zu halten. Sie war herzlich und sehr mutig. Denn diese Themen standen in Schweden nicht auf der politischen Tagesordnung. Sie machte sich für die Sexarbeiter stark, sprach aber auch über andere wichtige Themen in Sachen Sexualität. Sie hatte diese Energie, weiterzukämpfen, weil sie sich sagte, auch wenn es nicht für mich ist, so hilft es doch den anderen Sexarbeiterinnen, denen dasselbe passieren könnte wie mir. Das gab ihr die Kraft, weiterzumachen, auch wenn es für sie keine Hoffnung mehr gab. Många gånger när man pratar om att det jag tycker är viktigast är att kvinnor, att människor som jobbar med sex ska bli accepterade och ha en självklar plats i samhället som alla andra, så är det många som säger att men en prostituerad kommer aldrig någonsin bli respekterad i samhället. Men det var inte så länge sedan man sa samma sak om kvinnor som har barn utanför äktenskapet, om homosexuella, om transsexuella. I princip alla människor som var utanför den här lilla, lilla ramen som är okej. Och jag tror att skulle alla anstränga sig för att sätta upp den här... Att förhindra diskriminering som vi har gjort med andra marginaliserade grupper så kommer det gå väldigt fort. Det har gått väldigt fort för andra grupper och det tror jag på. Schweden betrachtet sich als Vorbild für die ganze Welt. Man verkündet, dass soziale Ungleichheit und Sexismus nicht existieren. Dass die Kriminalitätsrate die niedrigste und Prostitution inexistent sei. In dieser Postkartenidylle ist für den Aktivismus von Eva-Marie kein Platz. Alle Gegner des schwedischen Modells laufen Gefahr, ins soziale Abseits gedrängt zu werden. In Schweden gibt es nur eine zulässige Meinung. Das Sexkaufverbot ist ein Erfolg. Alles läuft bestens, es gibt kein Problem. Als im Parlament eine Verschärfung der Strafen gefordert wurde, war ich der einzige Abgeordnete, der dagegen stimmte. Während der Debatte gab es niemand, der das Wort ergriff. Man lachte über meinen Beitrag. Aber hinterher sind die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, du hast recht, Fredrik, aber ich will mich dazu nicht öffentlich äußern. Das ist nicht gut für meine Karriere. Im Grunde hast du recht, aber du musst auch verstehen, dass das Wohl der Partei an erster Stelle steht. Wer beim Thema Sexarbeit eine andere Meinung vertritt, wird diskreditiert, attackiert, verunglimpft und verfolgt. So funktioniert der moralische Kreuzzug. Natürlich ist es schwer, wenn Leute von der Universität oder Mitarbeiter schreiben, dass ich eine Betrügerin sei, eine Lügnerin oder dass ich von der Sexindustrie bezahlt würde. All das wurde über mich gesagt.
dass ich verrückt geworden sei, weil meine Mutter ermordet worden ist, dass ich einen Sadomaso-Keller hätte, in den ich junge Frauen locken würde, um sie zu initiieren und auszupeitschen. Man hat sogar behauptet, ich sei früher ein Mann gewesen und in Wahrheit transsexuell. All solche Gerüchte und Verleumdungen, wie in einem totalitären Staat, wirklich. Seit das Gesetz in Kraft ist, bietet der Staat den Prostituierten, die sich weigern, sich als Opfer zu sehen, eine Therapie an. Genau wie den Freiern, die als Sexualstraftäter angesehen werden. Schön, dass du gekommen bist. Wenn du einverstanden bist, reden wir über dein Problem. So wie ich es verstanden habe, hast du Sex gekauft, schaust zu viele Pornos und das ist zum Problem geworden. Du wurdest von der Polizei festgenommen und hast eine Geldstrafe erhalten. Hast du Angst, dass dein Arbeitgeber etwas darüber herausfindet? Oder deine Frau? Wenn deine Frau herausfindet, was du gemacht hast, müssen wir auch sie unterstützen. Dann bekommt sie von uns Hilfe, die Krise zu bewältigen. Ich glaube nicht, dass die Schweden die Einzigen sind, die ein Problem haben. Ich glaube, auf der ganzen Welt haben Männer ein Problem. Aber das ist schwer zu akzeptieren. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass auch die Franzosen Hilfe brauchen. Trotz zahlreicher Warnungen von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Ärzte der Welt findet das schwedische Prostitutionsverbot Zuspruch in der ganzen Welt. Es war Vorbild für andere Länder, die ähnliche Gesetze verabschiedet haben, wie Island und Norwegen 2009. Kanada 2014, Nordirland 2015 und Frankreich 2016. Wir stellen jetzt fest, dass andere Länder ähnliche Gesetze verabschieden. Und das finden wir gut. Ich glaube, es ist wichtig, unsere Gesetzgebung anderen Ländern zu erklären und die Prinzipien, die dahinter stecken, wie Gleichheit und Menschenrechte. Und ihnen klarzumachen, dass es nicht hinnehmbar ist, den Körper einer anderen Person zu kaufen und sexuellen Missbrauch zu begehen. Schweden ist ein seltsames Land. Es sagt seinen Bürgern nicht nur, wie sie ihr Leben leben sollen, sondern diktiert auch dem Rest der Welt, wie er sich verhalten soll. Wir haben mehrere schwedische Modelle bezüglich Drogenkonsum, Sexarbeit, Wohlfahrtsstaat. Als man das Gesetz 1993 vorbereitete, war eines der Ziele, es zu exportieren. So funktioniert Schweden. Als wir der EU beigetreten sind, war eines unserer Argumente, dass wir das moralische Gewissen Europas sein würden. Über allen gutmenschlichen Bekundungen und bürgerrechtlerischen Reden steht immer die Moral. Die Geschichte von Eva-Marie zeigt, dass man in Schweden heute, unter dem Vorwand der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, nicht gleichzeitig Mutter und Hure sein kann. Komm her, Großer. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen, ein kleines, dickes Mädchen. Sie war mein erstes Kind und meine beste Freundin. Sie war
Sie war nicht sehr groß. 1,58 Meter und wog 45 Kilo. Aber was für ein Herz. Es ist schwer, Eva Marie zu beschreiben. Sie war so großherzig. One of a kind. Ich kann nicht begreifen, wie ihr das passieren konnte. On the ground. Im Heim des Sozialamts von Westeros. Owned by the social services. Im Juli 2013 organisiert das Sozialamt endlich einen Besuchstermin für Eva Marie und ihren Sohn Ludwig. Es ist mehr als 3 Jahre her, dass er ihr weggenommen wurde. Das Wiedersehen sollte unter der Aufsicht von Joel stattfinden, trotz zahlreicher Warnungen bezüglich seines bedrohlichen Verhaltens. Kaum hat sie ein paar Worte mit ihrem Sohn gewechselt, kommt es zum Streit. Joel schlägt Eva Marie im Beisein der fassungslosen Sozialarbeiterinnen, die versuchen, die beiden auseinanderzureißen. Sie schließen Joel in der Küche ein, damit er sich beruhigt. Aber stattdessen greift er nach einem Messer. Wir kamen gerade zu Hause an. Plötzlich hörten wir draußen Schreie. Als ich in den Garten kam, rief mein Partner gerade den Notarzt. Och fick kontakt med SOS Alarm. Och jag sprang fram. Ich rannte zu der Frau, die am Boden lag. Men jag tyckte på något sätt att ich glaube, es waren noch andere Leute da. Fler personer i närheten. Und ein Kind war in der Nähe. I närheten. Jag bara ich hob die Frau vom Boden und schaute ihr in die Augen. Sie schien zu reagieren, also sagte ich, ich bleibe bei Ihnen, bis der Krankenwagen kommt. Man wird Ihnen helfen. Als die Ambulanz kam, schrie ich, dass sie stirbt. Ich schaute zu ihr herunter und sie atmete aus. Und ich begriff, dass sie gestorben war. Ich ging die Treppe hoch, um das Kind zu suchen. Es versteckte sich mit einer Angestellten in einem Raum. Ich setzte mich hin, um mit dem Kind zu spielen. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich so normal wie möglich verhalten musste. Zum Beispiel spielen. Ich nahm ein Spielzeugauto. Und da sah ich das ganze Blut an meinen Händen. Er drehte völlig durch. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so in Rage war. Nie. Ich habe oft darüber nachgedacht, wie es so weit kommen kann. Man muss so viel Wut, Eifersucht und Rage in sich haben. Das kann man nicht begreifen. Als es vorbei war und er realisierte, was er getan hatte. Ich glaube übrigens, dass er wusste, was er tat. Ließ er das Messer los und rief selbst die Polizei an. Hey. Hey. Jag är nyss. Mamman till mina barn attackerade min son framför mig. Och det har hänt en knivhuggning. Polisen. Kom här, jag väntar på er. Jag har inga vapen på mig. Nej. Ingenting, så ni kan komma nu på en gång. Men du, det är inte jag som kommer, så du ska få prata med polisen. Säg till polisen, jag har inga vapen. Nej. Jag har ingen vapen på mig. På ingenting. Mig lyssna ja. På mig. Du får nej, jag vill inte att de ska skjuta mig. Als ich am Tatort ankam, wusste ich nicht, was sich abgespielt hatte.
Dann sahen wir das Messer auf dem Boden. Das war furchtbar. Entschuldigung. Damals ist es mir weniger nahe gegangen. Aber wenn ich heute daran zurückdenke, es ist mein Job und ich betrachte alles durch das Objektiv. Aber die Realität ist sehr brutal. Er hat sie vor den Augen seines Sohnes getötet. Das war der schlimmste Fall, über den ich je berichten musste. En person avled och en fick allvarliga skador efter ett knivöverfall på ett behandlingshem i Västerås idag. En 31-årig man greps på platsen av polisen och är nu anhållen misstänkt för mord och mordförsök. Tre dagar nach der Ermordung Eva Maries versammeln sich Sexarbeiter auf der ganzen Welt, wie hier in London. Eva Marie wird zum Symbol für das Scheitern des schwedischen Modells. Wir waren bereits beim Bestattungsinstitut, Ulf und ich. Wir hatten bereits den Sarg ausgesucht und die Trauerfeier organisiert. Als der Bestatter anrief, so zwei Tage später, um zu sagen, dass das Sozialamt von Westeros darum gebeten habe, die Beerdigung zu stoppen. Er selbst war geschockt. Sie haben ihn 3 oder 4 Mal angerufen. Also rief ich beim Sozialamt an, um sie nach dem Grund zu fragen. Aber ich bekam keine Antwort. Später meldeten sie sich doch noch und sagten, wir werden die Beerdigungskosten übernehmen. Aber das stimmt nicht mal. Sie haben das Geld vom Konto der Kinder genommen, um die Beerdigung zu bezahlen. Die Kinder haben dafür gezahlt, was ihr Vater getan hat, mit dem geerbten Geld ihrer Mutter. Als wir kurz vor der Trauerfeier ein letztes Mal zu ihr gegangen sind, um an ihrem Sarg Abschied von ihr zu nehmen, habe ich zu ihr gesagt, dass ich alles tun werde, um ihre Geschichte zu erzählen und um Gerechtigkeit für sie und ihre Kinder zu schaffen.